Willkommen zurück auf meinem Channel. Ich bin Chris von Vegane Wunder und ich möchte heute mit euch eine super leckere vegane Gemüselasagne machen. Ich habe vor einigen Tagen eine kleine Umfrage über meinen Instagram-Channel gemacht, in dem ich gefragt habe, was wollt ihr gerne, was ich für euch koche? Und sehr viele haben sich geäußert und gesagt, sie möchten gerne eine Lasagne oder eine Gemüselasagne. Und genau das werden wir heute machen. Und bevor es ans Kochen geht, möchte ich euch die Zutaten zeigen, die wir für diese leckere Gemüselasagne benötigen. So, ganz wichtig Leute, wir brauchen unsere Lasagneplatten. Und hier ist es wichtig darauf zu achten, dass ihr Lasagneplatten nutzt, die man verwenden kann, ohne sie vorzukochen. Dann haben wir hier unseren Blattspinat, schön frisch und knackig. Unseren Käse. Hier haben wir Zwiebeln und Knoblauch. Dann eine Mischung aus Champignons und Zucchini. Hier nochmal Möhren und Paprika. Hier haben wir Tomaten passiert. Dann als Würze haben wir einmal Gemüsebrühe. Dann haben wir Paprikapulver und Pfeffer. Und als Kraut verwenden wir Basilikum. So, und für unsere vegane Bechamelsoße benötigen wir einmal pflanzliche Butter, Hefeflocken, sehr wichtig, Mehl, um die Bechamelsoße anzudicken, und wir brauchen pflanzliche Milch. Ich habe hier Hafermilch. So Leute, ich habe meinen Kochlöffel schon in der Hand und jetzt kann das Kochen auch direkt beginnen. Erstmal brauchen wir unser Öl, das wir in unseren Kochtopf geben. So, wir stellen auf mittlere Hitze und dann geben wir gleich die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Unser Öl ist mittlerweile erhitzt. Jetzt nehmen wir unsere Zwiebeln und unseren Knoblauch und geben sie in unseren Kochtopf. Und wir lassen das Ganze jetzt für etwa 2 Minuten braten. Soweit so gut. Unsere Zwiebeln braten mit unserem Knoblauch zusammen. Und jetzt kann auch schon unser Gemüse rein. Erstmal packe ich die Möhren rein. Und dann kommen auch hier unsere Champignons mit Zucchini. Jeweils 150 Gramm müssten das sein. Und unsere Paprika. Nichts vergessen. Und dann lassen wir das Ganze erstmal etwas braten. So Leute, wie ihr sehen könnt, unser Gemüse ist schon seit etwa 2 Minuten am Braten. Es ist schon alles etwas kleiner geworden und jetzt packen wir unsere Gewürze dazu. Den Pfeffer dazu, dann unser Paprikapulver und natürlich unsere Gemüsebrühe. Wenn ihr keine Gemüsebrühe da habt, dann verwendet einfach Salz. Ich würde jetzt nicht einen ganzen Esslöffel Salz da verwenden. Versucht es mit einem Teelöffel oder einfach so, wie es euch am besten schmeckt. Sehr schön aus. Ich wollte noch ganz kurz was ergänzen. Und zwar ist es nicht zwingend notwendig, dass ihr Champignons wie ich oder Paprika, Möhren, Zucchini für eure Gemüselasagne verwendet. Ihr könnt wirklich eurer Kreativität freien Lauf lassen. Das Grundrezept ist immer das gleiche, so wie wir es gerade machen. Aber ihr könnt auch ganz anderes Gemüse verwenden. Ihr könnt Brokkoli verwenden, ihr könnt Auberginen verwenden. Egal was ihr da habt, ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Also, benutzt was ihr wollt, es wird unglaublich schmecken, egal welches Gemüse ihr verwendet. Das Gemüse kocht seit mittlerweile 5 Minuten ein und jetzt wird es Zeit, unsere Tomaten dazu zu geben. Ich habe hier Tomaten in Stücke und die kommen jetzt rein. Und das Ganze lassen wir jetzt wieder etwas einkochen, bevor wir unseren Blattspinat und unseren Basilikum dazu geben. Ich habe mal ganz kurz die Kochplatten gewechselt und unsere Soße nach hinten verschoben, damit wir unsere Bechamelsoße jetzt machen können. Denn ich will, dass ihr es genau sehen könnt. Also mache ich es hier vorne, benutze diese Kochplatte und jetzt ganz wichtig. Für die Bechamelsoße benötigen wir pflanzliche Butter. Die Butter ist mittlerweile geschmolzen und jetzt wird es Zeit, das Mehl dazu zu geben. Ganz wichtig, macht es wirklich auf unterster Stufe. Die Butter soll nicht zu sehr erhitzen. Jetzt geben wir das Mehl. So, Butter dazu. Und dicken das schön an mit. So, alles runter hier.
gut quillen, alles gut miteinander vermischen. Und sobald alles gut miteinander vermischt ist, kommt unsere pflanzliche Milch. Und die geben wir ganz langsam dazu und quirlen die ganze Zeit dabei. Denn wir wollen nicht, dass sich Klumpen bilden. So, dann schieben wir mal wieder um, damit ihr auch genau sehen könnt, was hier gemacht wird. Ich packe mal unsere Soße hier nach vorne. Sie kocht schon seit etwa 10 Minuten ein. Sieht auch schon mittlerweile sehr gut aus. Die Flüssigkeit ist etwas rausgegangen von den Tomaten, was gut ist, weil man will auch eine etwas dickere Soße haben. Und dann ist es ganz gut, wenn etwas Flüssigkeit da rausgeht, etwas auskocht. Und jetzt kommt unser Blattspinat dazu. Ich finde, es gibt kaum eine schönere grüne Farbe als die Farbe vom Blattspinat. Sieht wirklich immer sehr ästhetisch aus. Das Ganze lassen wir jetzt auf unterster Hitze einfach nochmal etwas einziehen. Die Soße ist meiner Meinung nach noch etwas zu flüssig. Man kann sie so verwenden, aber ich nehme gerne noch etwas Tomatenmark, um es einfach etwas anzudicken, damit sich die ganze Flüssigkeit am Ende dann in der Lasagne nicht unten löst und wir dann eine eher nasse Lasagne haben. Ich will die ein bisschen dicklicher haben, ich will, dass sie voluminös ist und deswegen verwende ich noch etwas Tomatenmark, um es einfach etwas anzudicken, ein bisschen Soße dazu zu geben. Und was ich wirklich gerne mag, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich liebe es, in herzhaften Gerichten etwas Süßes reinzutun. Deswegen habe ich hier einen Esslöffel Kokosblütenzucker. Ihr könnt auch Ahornsirup verwenden, ihr könnt auch ganz normalen Braunzucker verwenden, ihr könnt Industriezucker verwenden. Es ist völlig egal, es kommt auf eure Präferenz an, wie ihr es gerne habt. Ich habe gerade nur Kokosblütenzucker zu Hause, deswegen verwende ich, was ich da habe. Wenn ihr das allgemein gar nicht so mögt, mit dem Herzhaften, mit dem Süßlichen kombiniert, dann lasst den Zucker einfach komplett raus. Jetzt ganz, ganz wichtig, der krönende Abschluss. Frische Kräuter. Glaubt mir, Leute, Kräuter machen im Essen alles aus. Es ist so wichtig, diese frischen Kräuter noch drin zu haben. Es gibt dem Ganzen einfach diesen reichen Geschmack. Wenn ihr nicht oft Kräuter benutzt, dann empfehle ich es euch, benutzt frische Kräuter. Und vor allem achtet darauf, dass ihr frische Kräuter wirklich erst am Ende des Gerichts reinpackt. Dass ihr wisst, okay, es ist in einer Minute fertig, wir haben alles schon drin. Und dann einfach nur zum krönenden Abschluss eure Kräuter reintut. So, und jetzt ist unser Basilikum hier drin. Lasst ihn gar nicht lange einkochen. Rührt einmal schön um, hebt es unter. Wir können das Ganze jetzt aufstellen. Und jetzt haben wir unsere unglaubliche Gemüse-Lasagne-Soße. Unsere Bechamel-Soße ist fertig. Unsere Gemüse-Lasagne-Soße ist fertig. Jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt bauen wir unsere kleine Lasagne-Konstruktion. Erstmal wollen wir aber den Ofen anschmeißen. Wir heizen ihn vor auf 180 Grad. Unsere erste Lage besteht auf Bechamel-Soße. Also Bechamelsoße hier runter und schön verteilen. Spart nicht mit der Bechamelsoße, die hält die Lasagne schön zusammen und macht die ganze Lasagne auch schön cremig. Unsere erste Lage Bechamelsoße haben wir. Jetzt ist Präzision gefragt. Da ihr sehen könnt, es ist jetzt nicht gerade wirklich optimal passend. Also präzise. Abknicken, kommt immer auf eure Form an. Bei meiner Form ist es jetzt so, bei euch wird es vielleicht nicht so sein. Erste Lage hier hin, zack. Knicken wir nochmal ab. Geht auch super leicht. Können wir das noch verwenden? Wir möchten ja auch nichts unverwertet lassen. Dann knicke ich hier nochmal ein Stück ab, wenn wir eh gleich benötigen. Klemme es hier ran. Jeder macht es ja unterschiedlich, aber ich liebe es.
wenn jetzt nochmal eine Schicht Bechamelsoße oben rüber kommt, und jetzt kommt unsere leckere Gemüsesoße hier rüber. Oh, sieht schön frisch aus. Dem leckeren Spinat, dem Basilikum. Und zum krönenden Abschluss unserer ersten Schicht kommt unser geriebener Streukäse rauf. Das ist veganer Streukäse von Simply V. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Schmilzt super und schmeckt auch fantastisch. Und es gibt gar nicht so viel guten Streukäse, der auch wirklich gut schmeckt. Deswegen, wenn ihr da noch einen Tipp braucht, auf jeden Fall bei Rewe vorbeischauen. Super lecker. Jetzt mache ich das ganz gerne, dass ich sogar noch eine Lage Bechamelwürfel mache, aber wirklich eine Tropfenweise, nicht viel. Wir nehmen hier wieder unser Blatt. Hier, wenn ihr Stellen hier habt, einfach nochmal halbieren. Könnt ihr schön hier füllen. Alles gar kein Problem. Klappt alles super. Und natürlich, wer hätte es gedacht, wieder Bechamelsoße. Und jetzt wieder unsere köstliche Gemüsesoße. Ich will heute nur 2 Schichten machen. Das genügt mir vollkommen. Ihr könnt so 4 Schichten machen, wie ihr wollt. Solange euer Gemüse auch ausreicht. Wenn ihr nicht genug habt, macht halt mehr. Ihr könnt schon sehen, hier die Bechamelsoße, dann die Platten, dann die Soße, Bechamelsoße und wieder die Soße. Es sieht schon schön geschichtet aus. Und jetzt zum grünen Abschluss. Wir haben hier noch sehr viel Käse über. Und da ich Käse liebe, kommt hier schön alles rauf. Ich will, dass es schön käsig überbacken ist. Nicht spammt den Käse, Leute. Es sieht unglaublich chaotisch hier aus, aber wir haben es geschafft. Wir haben eine schöne 2-Schichten Gemüselasagne gemacht. Guckt sie euch mal an. Guckt ihr das Baby an, der Käse da drüber. Und jetzt kommt diese leckere Gemüselasagne in den Ofen für etwa 30 bis 40 Minuten. Und ich melde mich nochmal, wenn die Lasagne aus dem Ofen ist. Und ich sage euch dann nochmal genau, wie lange es wirklich gedauert hat. Also, bis gleich. Dranbleiben, Leute. Es sind genau 32 Minuten vergangen. Und ich habe gerade schon mal da reingeguckt. Und die Lasagne sieht unglaublich aus. Guckt euch das mal an. Ich habe den Ofen bereits ausgestellt. Der Käse ist jetzt auch schon schön goldbraun gebacken. So, stellen wir mal ab, das gute Stück. Also wie ihr sehen könnt, gut sieht sie ja schon mal aus. Ich lasse jetzt aber erstmal etwas abkühlen, etwa 5 Minuten. Und dann mache ich meinen Geschmackstest und gucke, ob sie wirklich so gut gelungen ist, wie sie auch aussieht. Ich bin gespannt. Die Gemüselasagne ist jetzt abgekühlt. Ich habe sie ungefähr 5 Minuten stehen lassen. Und jetzt wird es Zeit, dieses Prachtstück mal zu probieren. Ich bin sehr gespannt. Also ich schneide jetzt erstmal an. So, ich nehme jetzt eine Gabel voll von dieser Lasagne. Ich bin richtig gespannt, wie sie schmeckt. Oh, die ist noch sehr heiß, aber es schmeckt fantastisch. Das schmeckt fantastisch. Vor allem der Spinat, das gefällt mir richtig gut. Ich mache selten Gemüselasagne mit Spinat. Ganz großer Fehler, hätte ich schon vorher machen sollen. Schmeckt echt fantastisch. Die Nudeln sind auch perfekt, sind genau durch, also 32 Minuten waren genau richtig. Ich nehme mal noch ein bisschen. Richtig gut, Leute. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen.
Ich mache nicht so oft Lasagne, weil es einfach ein bisschen zeitaufwendiger ist. Aber glaubt mir, wenn ihr am Wochenende ein bisschen Zeit habt oder ihr einfach mal Nachmittag habt, dann macht euch diese Gemüse-Lasagne auf jeden Fall mal nach. Es hat unglaublich geschmeckt. Und wie ich schon auch meinte, ihr könnt frei aussehen, was für Gemüse ihr da reinmacht. Am wichtigsten ist es einfach, dieses Grundrezept zu haben. Jetzt kommen wir auch schon zum Schluss dieses Videos. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich werde diese Lasagne gleich verputzen. Ich freue mich mega drauf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir unbedingt ein Like da. Ich freue mich sehr darüber. Ihr unterstützt mich dadurch. Auch wenn ihr kommentiert, wenn ihr dieses Video teilt mit anderen Leuten. Das ist alles eine Unterstützung, die ihr mir gebt. Und dadurch kann ich auch weitere Videos für euch produzieren. Also, vielen Dank für die ganze Unterstützung, die ihr mir bis jetzt gegeben habt. Ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen.